Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ja, in letzter Zeit war ja, ein paar mehr Videos wieder gekommen, aber ja, mir geht es natürlich immer noch nicht so gut, also gesundheitlich kann ich leider jetzt auch noch nicht so, viel machen, beziehungsweise andere Projekte machen und scheinbar kommt es halt nicht so gut mehr an, also ja, viele Leute sind natürlich enttäuscht, dass ich jetzt nicht andere Projekte machen kann. Aber ich bin momentan auch sehr, fertig. Also so richtig fertig. Und deshalb möchte ich es natürlich eher lassen, nur Last Epoch zu bringen. Kann man halt nichts machen. Also, das Problem ist ja einfach, dass Last Epoch eigentlich für mich ganz gut ist, aber andere Games nicht so gut tun mir. Und deshalb, ja, kann ich halt jetzt momentan nur Last Epoch bringen und keine Livestreams gerade im Moment machen. Ja, werden wir dann sehen, was weitergeht. Auf jeden Fall schaue ich natürlich, dass ich wieder gesund werde. Es kann nämlich sein, bevor ich nicht weiß, was es genau ist, was jetzt genau das Problem ist, kann ich halt einfach nichts machen. Also, da weiß man nicht. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt, wenn man etwas hat, was noch nicht, entdeckt wurde, oder? Also, deshalb einfach, bei mir Last Epoch. Vielleicht noch ein bisschen, Minecraft. Aber im Moment kann ich halt nichts bieten anders. Das ist halt einfach so. Kann man nichts machen. Aber für die, die mich noch mögen, noch dabei sind und so. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen und danke, dass ihr noch Spaß habt. Aber ich kann halt nicht so viel Spaß bieten. Tut mir leid. So. Das Waypoint macht mir einfach mal alles weg. Die Gegner können einfach mich angreifen. Ja, es gibt so viele Sachen, wo einfach noch ein bisschen besser sind. Zum Beispiel der zu große Bildschirm beim Waypoint. Aber mir gefällt eben Last Epoch mega gut. Also, ich bin halt einer, der sich jetzt nicht darum sträubt, wenn jetzt mal etwas nicht so gut ist, nicht so mega genervt ist über Sachen, die nicht so gut sind. Aber es hält halt auf, es nervt, kann man nichts machen, außer weiter zu zocken und zu warten, bis das Game noch ein bisschen besser wird. Ein bisschen mehr angepasst wird. Also gut ist es ja schon. Und so habe ich immer wieder so Phasen, wo es jetzt mir nicht so gut gelingt, das gute Spiel rüberzubringen. Das ist klar. Aber jetzt sind wir im achten Akt. Das Spiel ist schon ein bisschen übertrieben. Der Schwierigkeitsgrad, je nachdem, auch schon ein bisschen hoch. Wir sind halt auch defensiv, also scheinbar ist jetzt momentan auch Dodge echt extremst stark. Und hier haben wir wieder einen Bewegungsbug. Liebe Entwickler, macht die Gebiete bitte zuerst fertig, bevor sie veröffentlicht. Ja, gut. Ich komme hier nicht so gut vorwärts. Es buggt herum. Kann halt nicht viel machen, außer zu warten, bis es fertig ist, also bis es besser entwickelt ist. So, also wir müssen hier irgendwie durchkommen. Aber ich komme gerade hier nirgends weiter. Ja toll, wie soll ich denn Sachen... Ich kann nur hüpfen, aber... Mann, das Gebiet ist hier verbuggt, ey. Das ist leider wieder ein bisschen schlimmer. Jetzt
Greif du doch bitte an, dann sterbe ich auch nicht. Boah, die Gegner sind einfach zu gut und wir können nicht laufen. Ah. Oh je, jetzt habe ich ein Problem. Ich kann nicht zu ihm. Mach doch mal weh. Gut, danke schön. Ich habe keinen Mana. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe ein Problem, liebe Zuschauer. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Sonst muss ich unten irgendwie durch. Meistens geht wahrscheinlich unten durch. Ja, aber ich möchte mich bewegen können. Ich kann nicht verstehen, wieso die Dinge einfach im Weg sind. Die. Ja, dass man etwas ja nicht bewegen kann. Ich klicke überall hin und ich bewege mich nicht. Ei. Ja gut, nächstes Gebiet. Mal schauen, wenn wir wieder zurückgehen. Wir müssen doch, glaube ich, noch etwas machen. Oder wir müssen zuerst mal hier. Okay, hier könnten wir wieder laufen. Sehr schön. Ja, eben, ihr seht, das Spiel ist einfach noch zu unfertig. Man kann einfach manche Sachen nicht machen oder sie stören halt. Da kann man halt nicht viel machen. Es ist, ja, es ist ein neuer Akt, oder? Und der ist so kaputt und unfertig, dass es hat einfach Probleme gemacht. Und wenn ich mal sterbe, ich bin ja immer noch deathless, dann liegt es am Game. Dann liegt es nicht an meinem Spielstil. Zwar, ich kann sicher besser spielen, klar. Aber, ja. Es ist schon heftig, oder? Dass man wegen dem Spiel immer stirbt und wegen dem Spielstil oder wegen dem ja, Können nicht stirbt. Oder beinahe nicht stirbt. Aber das ist halt schon ein bisschen doof. Na gut. Ja. Aber scheinbar mögen es ja sehr viele. Ganz viele Menschen mögen das Spiel. Es sind zwar nicht so viele wie Path of Exile oder so, das ist ja auch eher ein bisschen, ja, wie sagt man dem, gehypt, oder? Und hier in Last Epoch nicht. Also ich kann ihn streamen, Videos machen und so. Also die ganze Zeit Bildvideos und so. Aber, ja, es ist eben, ja, so kann ein Game halt nicht besser werden, wenn man es immer nur lobt. Ich sag, muss man jetzt die suchen, ohne dass man sie sieht auf der Map? Ja. Das ist ein bisschen problematisch. Da werden wir ein bisschen länger brauchen. Eben, die Qualität ist ja mega gut. Das ist einer der besten Hack and Slays für mich. Ich sehe, dass es eines der besten ist. Auch wenn die Entwickler so schlecht entwickeln, dass sie Probleme haben, es fertig zu machen, dann ja, hat man halt das Problem. Dann wird ein Game halt nie zu einem der besten Games. Dann bin ich nicht zufrieden. Genau, Glancing Blow wollten wir voll machen. Stimmt. Ha, hier geht es noch viel weiter, aber wir müssen alle finden, deshalb mache ich das mal ein bisschen schematisch alles absuchen. Aber wir müssen nur noch zwei finden. Also eventuell gibt es überall. Aber wir müssen nur fünf sammeln. Ja. Okay. Na, wo bist du? Wo ist das letzte Ei? Ich will aber das Gebiet noch ganz absehen. Und das werden wir. Also das mache ich wahrscheinlich dann noch alleine. Aber hier gibt es nochmals neue Knochen. Schön. Das
man einfach immer wieder Krabben findet, also Gegner findet. Die werden nicht aufgesammelt, weil man die schon aufgesammelt hat, oder? Wieso sammle ich jetzt keine Eier mehr ein? Ja, toll. Ist die Quest verbuggt? Die machen immer Angst mit diesen Eisschüssen und Wellen, aber sie machen kaum Schaden. Komm jetzt zu mir. Aha, jetzt muss ich noch mehr Gegner anlocken. Fiede. Gerade ist das Game ein bisschen am Nerven, weil es unfertig ist in diesem Akt. Naja. Es macht da nicht so viel Spaß, wenn es so mega taktisch sein muss. Okay, jetzt muss ich 12 sammeln. Oder habe ich die Quest verlegt? Also nein, das war die Quest, die oben war, oder? Das ist ein bisschen verwirrend. Sehr verwirrend. Ich hätte ja auch gerne wieder ein bisschen einen schnelleren Bild, aber ja, das Ding wegen der KI schießt halt nicht immer sofort auf gefährlichsten Gegner, sondern auf die nächsten Gegner. Ja, Minion Dodge Routing. Ne, jetzt sammle ich jetzt nicht ein. Also doch, nur wegen Dodge Routing, aber wegen links, das ist links schon. Ja. Crit. Ich weiß ja nicht, ob ich mal ein Crit Minion Bait machen soll. Ja, dann eher Säbelzahntiger wahrscheinlich, aber das ist dann auch auf 1 B. Nein, auf 2 oder auf wie viel Tiger kann man es haben? Ein Kompagnon ist ja auch noch auf einem Helm. Ja, das ist jetzt die Sache. Wie viel. Ja. Pets auf Crit man haben kann. Dann Aspect of the Links Brocken und Shark Brocken. Dann wäre es auch ein guter Bild, denke ich mal. Auf Eis schauen, also links, also Säbelzahntiger, wenn ich schlecht auf Crit. Keine Ahnung, was man da noch machen könnte. Dieser Boardman 21 macht ja im Forum sehr viele Videos. Werde ich sicher auch machen, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe zum Spielen. Aber, ja. Der baut so mega schwere Beats. Und ich möchte eigentlich die leichten Beats, die man jetzt noch nicht so kennt, finden. Das ist für mich natürlich sehr viel schwieriger. Naja. Aber wenn ich jetzt mal den ersten Level 100 habe, der es noch nicht so gibt, werde ich anfangen mit den Beats. Immer dann, wenn ich ein Level 100 habe, werde ich dann Beats machen. Aber das geht mir ein bisschen zu lange, das Game ist mir einfach viel zu groß. Ja, man kann den Sachen gar nicht ausweichen, leider. Ich frage mich auch, ja, bringt es etwas auf Eisnow und so zu bringen, auf dem Säbelzahntiger? Ich glaube eher nicht. Also wir haben alle eingesammelt, wir haben 7 von 12 gehabt und haben 2, 3 eingesammelt, jetzt haben wir schon alle. Okay, irgendwie völlig verpackt. Tut mir leid, aber dass ich das sagen muss, aber irgendwie habe ich irgendwie so das Gefühl, dass so vieles leider in diesem Akt noch verbuggt ist. Das ist echt schade. Naja, schade. Jetzt auch wieder neue Krabben.
Wir tun jetzt die Quest abgeben, wir suchen jetzt nicht nach Schatztruhen oder so. Wir müssen einfach noch wissen, was da oben ist. Also dieser Eingang möchte ich gerne mal betreten. So. Okay. Ich möchte jetzt zuerst mal hier oben rein. Und dann eventuell die Hauptquest noch kurz ein bisschen weitermachen. Oder nein, abgeben zuerst hier. Und dann weiter oben. Ah, es ist noch eins weiter oben. Ja. So. Jo. Nachher dann in den Maps und Arenen wird es natürlich danach wieder ein bisschen mehr Spaß machen. Weil es schon ein bisschen fertiger ist. Aha. Lichtschein. Ist das jetzt die Hauptquest weiter? Ich denke schon, dass man hier von unten hingeht. Das ist wieder die andere Quest. Was ist Lagoon Island? Ja. Haben wir hier irgendwo ein Waypoint? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, dann gehen wir lieber wieder hier entlang. Und machen das zuerst. Ja, ist ein bisschen komisch, dass wir hier so ein mega Wirrwarr haben an Gängen. Ja, jetzt müssen wir aber auch wieder unten rechts entlang. Das ist nicht so gut. Plage ist ja schon gut, aber... Nee. Mhm. So langsam kommen einfach zu blöde. Ich will solche Sachen nicht. Also schon, also... Das obere schon, aber... Meistens sind wir nicht so nützlich. Schon gut, dass die Entwickler so viele Stats haben wollen, aber das müssen sie auch besser balancieren noch. Für was brauche ich, wenn ich nicht schocke, Schokonit? Das ist ein bisschen zu gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass man schockt, ist ein bisschen zu gering. Leider noch. Da würde ich jetzt Idole nicht unbedingt opfern müssen. Zum ein bisschen schocken. Dass es jetzt nicht mal so stark ist. Also ich werde mal auch ein bisschen Gedanken machen, ob es nicht ein bisschen einen besseren Bild zum Zeigen gibt. Aber ich denke, mit dem Bild sind wir auf gute Sache, dass wir auch mal ein bisschen schneller nach oben kommen als mit zu viel Grinding. Sonst gibt es ja, es ist ja eigentlich auch immer wieder Grinding, wenn man immer wieder neu anfängt. Also ja. Dass man etwas Optimales gefunden hat, oder? Wenn man sucht, Suche ist auch Grinding. Also es ist besser, wenn wir jetzt wirklich einen Charakter so langsam auf Level 100 machen, anstelle einen zu finden, der muss ein bisschen schneller geht. Der auch ein bisschen besser alles aushält, ohne die richtigen Items und so. Das erste Problem ist einfach die große Gegneranzahl. Ich hätte jetzt eher gedacht, so langsam in Akt 8, weil es fortgeschritten ist, es endlich mal ein bisschen stärkere Gegner gibt und nicht so viele Gegner. Die Entwickler wollen das halt. Kann man halt nicht so viel machen. Also die ganze Zeit halt auch, man muss Totem-Spam. Naja, kostet ja nicht viel Mana, also ist nicht
schon gut. Okay. Ja, einen habe ich. Jetzt möchte ich den Waypoint da oben holen. Jetzt müssen wir da wieder runter. Rauf. Ja, eigentlich sollte ich nicht hier durch. Also, hier durch. Okay, das haben wir auch geschafft. Es zieht sich ein bisschen. Es sind halt immer wieder viele Gegner da. Sie sind ja immer wieder da. Und ja. Ist jetzt auch nicht immer so spannend. Aber eben ist es ein Action-Rollenspiel. Immer ist so etwas nicht erwarten. Aber Menschen werden halt immer wieder mehr verwöhnt. Das merke ich selber, dass ich auch sehr verwöhnt bin natürlich. Ja, es ist halt nicht. Also eigentlich wegen dem Armor Penetration gut. Ist jetzt nicht immer nötig, die ganze Zeit diese Totems zu platzieren. Eigentlich will ich ja nur platzieren, wenn wirklich starke Zählgegner da sind. Und das gibt es jetzt momentan einfach nicht. Oh, Poison Spell Damage, das ist gut. Gestern habe ich wieder ein bisschen Diablo 3, die neue Season, angezockt. Am ersten Tag erst um 8 Uhr, sondern um 17 Uhr. Also 20 Uhr, sondern um 17 Uhr. Und ja, es ist auch. Also die ganze. Der ganze Client ist bei mir verbuggt. Immer wenn ich das Spiel beende oder. Ja. Alt-Tab drücke, also in Desk zurück, schmiert das der ganze PC ab. Also der ganze PC muss neu gebootet werden, also abgemeldet werden. Also spiele ich ja Diablo 3 nicht mehr. bis dieser Bug weg ist und der wird nicht mehr gefixt, 100%. Ist leider nervig, aber. Nein, ich will nicht den PC die ganze Zeit neu anmelden. Also abmelden und wieder neu anmelden, Windows. Ich will das nicht. Tut mir leid, aber wenn das Techniker nicht hinkriegen, ja, dann muss ich das Spiel nicht spielen. Weil ich habe das schon Ewigkeiten reported und die haben gesagt, ja, dann mach doch mal PC besser, boot ihn neu. Habe ich schon. Nein, das Spiel ist das Problem, die Engine ist das Problem, aber wenn die. Wenn der Support nicht will, dass ich einen Fehler habe, oder? Es nicht fixen will, dann muss ich leider nicht das Spiel spielen. Ich bin ja nicht der Störenfried, sondern das Game ist der Störenfried. Und wenn die Entwickler das nicht wollen, ja, dann selber schuld, dann wird es halt nicht gespielt. Es ist mir auch nicht mehr so. Ja, ich hab's einfach nicht mehr gern, das Spiel. Deshalb brauche ich nicht zu spielen. Oh, jetzt habe ich eins unten drunter, aber ich wollte ja dort Schach nehmen. Ich hab falsch geskillt, liebe Damen und Herren. Die sehen aber auch fast gleich aus. Okay. Oh. Ja, bringt nichts. Also ja. Ich werde keinen solchen Crit-Beat spielen. So, ich habe den Waypoint gefunden. Das ist gut. Jetzt gehen wir also doch sofort wieder zurück in die Stadt.
Hey, hallo. Es kommen von jeder Seite Monster. Und immer, auch wenn ich nicht draufklicke, geht dieses Waypointer. Ich bin nur drüber gelaufen. Ja, ich laufe nur drüber, ich klicke gar nicht. Okay. Da haben sie auch wieder irgendwas Falsches eingestellt. Oder ist es immer so? Es ist nur, wenn man drüber klickt, oder? Ja. Okay, das sollten sie ausmachen. Jetzt muss man leider nochmal hier durch. Oder bin ich falsch? Nein, ich bin falsch. Da. Okay. Quest abgeben. Jetzt haben wir noch einmal eine Quest. Strand of Storms müssen wir noch. Das ist da, wo wir jetzt vorher gewesen sind. Mit dem letzten Teil holen. Okay, machen wir. Und dann gehen wir die Hauptquest wieder weiter. Sehr gut. Hier ist leider der Anfang. Viele Sirens, die nervigsten Gegner hier töten. Ja, das Gute ist, dass dieser Angriff von dem Spicken zielsuchend ist. Zwar eben nicht so stark, aber die Gegner hinten dran werden auch getroffen. Sehr schön. Seite wieder, finde ich ja toll, dass die Gegner so viel Sichtweite haben. Komm mal hier hin. Jetzt haben wir 8 von 14, 16 von 25, sehr gut. Welche sind denn Stranded Sailors? Okay, jetzt nur noch Silence. Hallo. Flayershock. Der war cool. Ja, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir einen Bild machen, der im Nahkampf richtig aktiv angreift und noch den Säbelzahntiger hat. Ich weiß jetzt nicht, also ob jetzt der Raptor besser ist oder der Wolf. Ich glaube, der Säbelzahntiger auf Krit einfach der nächste Schritt. Der wird so mega viel Schaden machen. Eventuell auch schnell sein dann. Wieso nicht? Das ist ein Mega-Crit-Ding, aber da müssen wir zuerst die Items haben.
geht natürlich jetzt noch, denke ich mal, lange nicht. Der wurde schon mal gemacht, glaube ich. So. Stranded Captain. Können wir eigentlich jetzt hier durchgehen? Ich mache jetzt mal das Teil noch nicht rein hier. Sondern gehe wieder hier hin. Ja, ist hier ein bisschen kürzer. So, aber das im nächsten Part sehe ich gerade. Bis dann. Tschüss.